seine Gefährten sind immer noch unten. Auf der dritten Ebene des Gewölbes unter Tjolmar. Hier gab es einen Kampf gegen ein paar Kultisten zuletzt und die Helden wissen jetzt, welchen Namen sie dieser dämonischen Statue sagen sollen. Aber ich bin unsicher, ob da hinten vielleicht noch irgendwas auf mich wartet. Also das hier ist offenbar nix. Und da? Ein einzelner Magier. Oh ja, der ist ja schnell weg. Warte mal. Warten. Sag mal, können wir den ganz elegant in Borons Hallen schicken? Band und Fest nee. Hat dich umringt und in meinen Bannkreis. Schade. Wir sind und bleiben und werden hier nicht elegant. Ach, so jetzt habe ich die so doof zugepackt, dass Merit gar nichts mehr ausrichten kann. Schade. Dringiel. Ich glaube, mit Gift müssen wir hier nicht arbeiten. Stich einfach zu. Oh, triffst sogar. Tja. Da hinten. Herr von Ascalan, geben Sie alles. Myria ist auch noch dran. Ihr werdet alle sterben. Komm, Myria, das schaffst du. Stirb schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Magier sind für meine Helden kein Problem. Dafür Skelette, umso mehr. Jo. Speichern. Ich würde jetzt in Ermangelung anderer Alternativen ihm den Namen sagen. Ihm den Namen sagen, genau. Eine bessere Idee habe ich gerade nicht. Achso, dieser Kampf gerade, das war Single Mage 1. Level 3. Ein Punkt. Hier ist nichts mehr. Na du? Arkandor, das ist jetzt neu sogar dazu gekommen. Nennt mir den Namen des Herrn. Also hier steht, als ihr euch an der Statue zu schaffen macht, ertönt eine sonore Stimme. Nennt mir den Namen des Herrn dieser Gemäuer und ich werde mein Geheimnis preisgeben. Na dann? Jawohl, dies ist des Herrn Name. Und er erwartet euch bereits, meint die Stimme höhnisch. Aus nicht allzu weiter Ferne hört ihr ein schweres, scharrendes Geräusch. Das kann ja nur bedeuten, dass hier jetzt offen ist. Das ist das Einzige, was nah wäre, was man hören kann. Jo, das ist richtig. Das ist ja alles weniger groß, als ich dachte. Nochmal speichern. Ich habe keinen Bock mehr auf Skelettorten. Haben wir hier nur? Diese Wand ist echt. Das können die Helden jetzt mit Abklopfen auch irgendwie im Kleinen herausfinden. Ich tritt es gerade nicht an. Arkandor erwartet mich. Ja, wo denn? Bist du Arkandor? Ne, glaube ich nicht. Diese Statue stellt offensichtlich eine Art Dämon dar. Als ihr die Säule genauer in Augenschein nehmt, entdeckt Dringil ein Geheimfach, in dem sich ein Helm und eine seltsam aussehende Klaue befinden. Eine Drachenklaue, meint er aufgeregt. Auf was haben wir uns da nur eingelassen? Ja, meint Adoro etwas verlegen und nimmt die Klaue lang in Augenschein. Draco Draconis und nicht eben klein, 500 Jahre alt etwa und groß. Oh, Jemine.
Diese Dinge müssen analysiert werden. Prios, stehe uns bei, entfernt das Gaskurin und er versucht krampfhaft, sich im Schatten der Wände zu verstecken. Kalter Schweiß rinnt ihm über die Stirn. Und er ist nicht mehr von dort weg zu bewegen. Wollt ihr Gaskurin? Windel weichprügeln und mitschleppen durch einfühlsame Worte. Sanftmutzauber klingt auch nach meiner Heldengruppe. Dorun kann das. Ach Mensch, Dorun. 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 Ah, Gaskurin überwindet die Furcht und tritt aus dem Schatten. Schön. Im dritten Versuch hat es dann funktioniert. Oh, die war um 8 erschwert, die Probe. Krass. Gaskurin, alles wieder gut? Ja. Wir finden was. Wir finden einen Helm und eine Drachenklaue. Anhand der Größe der Kralle nach zu urteilen, stammt sie von einem sehr großen Drachen. Fehlt ein von irgendwo. Und das hier, dieser Helm hat eine schöne Form und ist sehr stabil. Man sieht direkt, dass der Schmied viel Mühe und Zeit in seine Arbeit gesteckt hat. Odem Arcanum Sensarei. Weht da ein Hauch von Zauberei? Der weht da. Hellsicht. Odem Arcanum Sensarei. Das ist doch falsch. Ein Hauch von Zauberei? Du sollst doch was ganz anderes. Das hier sollst du doch machen. Analyse Arkanstruktur. Entblöße die Magienatur. Und die Magienatur entblößt sich folgendermaßen. Dieser schön gearbeitete Helm besteht aus Arcanium, auch bekannt als Marbo-Blei. Das klingt gut. Um die Festigkeit des Helms zu gewährleisten, wurde ein etwas abgewandelter, weiches Erstarre gewirkt. Zusätzlich wurde der Zauber Nihilo Gravo schwerelos so abgewandelt und angewandt, dass der Helm kaum etwas wiegt. Gewicht 10 Unzen stimmt. Kann von allen Charakterklassen getragen werden. Das ist ein Rüstungshelm, der auch Zaubern zulässt. Geschichte. Dieser Helm ist über 500 Jahre alt und in der Priesterkaiserzeit entstanden. Doch er wird nicht von Rohals Anhängern erschaffen worden sein, sondern eher von Borbarats Schwarzmagiern, wie es der manipulierte Zauber Weiches Erstache erahnen lässt. Wahrscheinlich war der Helm bis jetzt immer im Besitz von berüchtigten Magiern. Man vermutet, dass Perdan Warfall, ein fähiger Schwarzmagier und Hochgeweihter des Namenlosen im Sveltland, den Helm seinem vorherigen Besitzer abnehmen konnte. Aha. Der Helm macht halt einfach nur Rüstungsklasse. Ja. Der Helm sollte getragen werden von jemandem, der Rüstungsklasse benötigt. Ihr habt 4, du hast 4, du hast nur 3. Wieso hast denn du nur 3, Liebes? Problem, ich kann... Ach, das kommt ja auf den Kopf, richtig. Was hast denn du da? Magieresistenz plus 2. Rüstungsschutz plus 2 hast du da. Aha. Du hast Rüstungsschutz 4. Dorun immerhin 5. Wie sieht es aus mit Kälte-Nässe-Schutz? Nässe-Schutz ist in Summe, also 6 und 15 Kälte-Nässe-Schutz in Summe sind 21 bei dir. Bei dir sind es 24. Dann ist Adrian eher der, der das braucht. Du hast 27, du hast irgendwie 24. Genau, Adrian braucht das. Naja. So. Jetzt habe ich diesen Rüstungsschutz Stirnreif übrig. Er kann sich Gaskurin überstülpen. Das kann ja nicht verkehrt sein. Du hast bisher so eine olle Mütze. Jetzt sehen wir deine prächtigen Haare. Und die Mütze, die... Naja. Adrian redet Gaskurin ein, dass die Mütze dringend weggehört. Die ist schon speckig und fleckig und zerrissen und so. Das geht gar nicht. So. Ja, und nun?
Jetzt stehe ich. Ja, ja, ich würde doch mal. Ich brauche ein bisschen, weißt du? Also, keine Hetzerei hier. Ich mach doch mal gerade das hier. Penetritzel, Holz und Stein, in fremde Räume, schau hinein. Wo ist jetzt Arkandor? Sag nicht, der ist jetzt hier draußen. Oder da hinten. Das ist das Letzte, was mir noch fehlt. Aber die Helden sind gerade nicht so wirklich fit. Also ganz ehrlich, ich möchte hier ganz... Oh, so, das geht gar nicht. Ganz dringend nochmal einen Schluck aus der Pulle mir genehmigen. Und nochmal ganz schnell mich hier verpissen. Oh, hier ist offen. Da war ja sonst immer zu. Erstaunlich. Wir wollen nochmal Kram verkaufen und nochmal rasten. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie der Endboss dran. Oder wir sind kurz davor. Viel kann er nicht mehr kommen in der unten in dieser Ebene. Guten Tag. Hi, na du? Esst was und geht aufs Zimmer. Meditieren hier. Meditieren da. Heilkunde Wunden hier. Meditieren. Meditieren. Heilkunde Wunden. Geht nicht. Halt. Dort. Da. So, die Magier knipsen sich aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Du ebenfalls. Und du ebenfalls. Und dann schlaft ihr euch mal rund und gesund. Genau, ja. Das ist noch der Debuff gewesen. Sweet. Rauf. Meditieren. Und Wunden schließen. Jo. Ich würde bei euch nicht nochmal meditieren. Das geht bei euch mit einer simplen Tarnele, glaube ich. So. Und schlaft. Seid gegrüßt. Okay, da haben wir noch ein kleines Problem mit der Uhrzeit jetzt. Esst nochmal was. Geht drauf. Wie viel hast du noch hier? Wie viele Punkte? Ah, ein bisschen viel. Meditiert du nochmal. Wundbehandlung. Jawohl. Jetzt schlaft ihr ganz normale 8 Stunden. Ja. Dann ist hier der nächste Laden wieder offen. Was haben wir eigentlich gerade? Wir sind im tiefsten Winter. 25.04 Uhr, oh Gott. Wie schön, dass wir uns hier im Winter in dieser Stadt rumtreiben und nicht draußen irgendwo. Guten Tag. Hi, habe ich was zu verkaufen? Weiß ich gar nicht. Nee. Nee. Pfeile wären toll, gibt's ja aber nicht. In der ganzen Stadt gibt's keine Pfeile. Das kann weg. Ich habe ja nach magischem Kram suchen lassen. Das war nicht dabei. Ich glaube auch, dass ich die Stäbe verkaufen kann. Aber damit warte ich mal noch. Hier nix. Da nix. Ah, die Mütze kann weg. Gasgrün trennt sich schweren Herzens von seiner Lieblingsmütze. Und will dafür noch ein bisschen mehr Geld haben. Was ihm auch gelingt. Wir haben 2300 Dukaten. Viel in Mana-Tränke investiert. Aber haben auch ein paar schöne Sachen gewonnen. Erfahrung vor allen Dingen und jetzt diesen schicken Helm. So, jetzt geht's wieder runter. Ich bin schon so lange hier drin. Ich habe schon fast vergessen, warum ich hier drin bin. Weil das Inkamosch Haus war und ich den Salamanderstein hier abgeben wollte. Es ist mir aber auch sogar gestohlen worden. Ach, Magie anwenden, Bewegung. Transversales. Ebene 3. Säulentür.
Ich nehme mal die Säulentür, da weiß ich wenigstens, wo es ist. Ja, die geht noch nicht auf. Ich nehme an, dass jetzt irgendwo auf der Ebene dieser Drache ist. Richtig, Helden? Der kann eigentlich nur hier in dieser Kammer sein, also dieser Halle sein. Wenn der hier dahinter ist, dann habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Oder transportieren mich die Teleporter jetzt noch an einen dritten Ort. Das ist auch eine denkbare Variante. Aber wir gucken erstmal in die Halle. War ja was? Hey. Das habe ich noch gar nicht gelöst hier. Krass. Geradeaus und dann links ums Eck. So, speichern. Ist jetzt hier jemand, der vorher nicht da war? Die Statue hat gesagt, er wartet auf mich. Ich weiß aber nicht wo. Okay. Wer bist du? Du bist ein Hashtod. Ey! Hörst du mal auf, hier doof rumzuzaubern? Oder rumzu... Ich werde dir jetzt jeden Knochen... Ja, genau, das will ich sehen. Du machst gar nichts. Ach, Myria, du bist nicht ernsthaft jetzt starr vor Angst. Myria, ich habe auf deinen Fulminictus jetzt gesetzt. Ganz dringend. So, Dringil. Mit Gift braucht man dem Vieh nicht zu kommen. Du kannst der Runde nichts mehr machen. Herr von Ascalon erledigt das. Willkommen in Borons Reich. Schuss. Das ist eine magische Waffe, es geht. Gasgrün wartet. Myria. Dein Auftritt. In die Niederhöllen mit dir. Merit. Dringil. Adrion. Du hast es so gewollt. Bist du noch da? Du hast noch einen einzigen Trefferpunkt. Ist nicht dein Ernst? Hau ihn weg. Jawohl. Battle Hashtod won. Okay, also gibt es ganz viele komische Kämpfe. Also, du darfst mal nachtanken. Zweimal. Kriegst hier noch eine zurück. Und hier auch noch eine. Leergut geht weg. Was soll ich mit der Drachenklaue eigentlich machen? Gute Frage. Speichern. Tja. Zwischen den Säulen lauert dieser und jener Kampf noch oder war zumindest gerade noch da. Somnigraves Tausendschlaf, sinke hin in tiefen Schlaf. Mhm. Na, es gehen wir auch noch irgendwie hin. Die Frage ist, ob die immer wieder kommen. Ich glaube fast, ich komme immer wieder, oder? Ich glaube, die kommen immer wieder. Ich lade mal. Also, ich besiege hier gerne alle Viecher in diesem Dungeon, aber eben nicht auf die Tour, dass ich jetzt hier nicht hier festbeiße in dieser Halle. Ich glaube nicht, dass dieser Drache hier ist. Der muss woanders sein. Ich weiß noch nicht, wo. Überall gewesen. Ist nichts. Am Anfang hieß es mal, hier ist einer durch die Wand gelaufen.
als mir der Salamanderschein geklaut worden ist. Das war hier so in dem Bereich. Seither bin ich eigentlich überall gewesen. Meine Idee wäre es, dass man jetzt über den Teleporter nochmal irgendwo anders hinkommt. Ansonsten habe ich gerade überhaupt null Ideen, wo ich hin muss. Also, die Teleporter. Ich glaube fast nicht, dass die mir helfen. Jetzt sind wir da. Das ist der Anfangsteleporter. Jo. Schön und gut. Das ist der Teleporter in der Mitte. Da ist rundherum auch alles erkundet. Und der Teleporter, wo wir gerade draufgetreten sind. Das habe ich befürchtet. Irgendwo ist mir irgendwas entgangen und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich fürchte, ich muss mich wieder schlau machen. Jo. Es bringt, glaube ich, nicht viel, jetzt hier rumzutapsen. Vielleicht ist der Drache ja auch irgendwo und man muss einfach nur dahin gehen. Das kann ich entweder durch Zufall herausfinden. Aber eigentlich gibt das Spiel ja einem dann immer schon so die Tipps verwegen. Geht dort und dorthin. Hier unten komme ich halt nicht rein. Ich habe keine Chance, das herauszukriegen, wenn ich nicht einfach mal mich schlau mache. So. Ich bin gespannt, was das Rätsel ist. Also ich habe jetzt ein paar Tipps mir recherchiert, was gar nicht so einfach war. Offenbar ist es wieder mal ein Rätsel. Das für mich zu einfach ist. Also es könnte sein, dass mit der Drachenklaue im Gepäck, dass dann hier diese Tür aufgeht. Das ist eigentlich sehr naheliegend, dass das so ist. Für irgendwas muss diese Drachenklaue ja gut sein. Aber ich habe auch was gelesen, von wegen, dass es da einen Bug gäbe, dass die Tür nicht aufgeht, wenn man mit der Mod der siebte Held arbeitet, was bei mir ja der Fall ist. Das könnte sein, das müssen wir gleich mal herausfinden, ob das vielleicht das Problem ist. Es kann auch sein, dass das Problem mal existierte und mittlerweile gefixt ist, das ist auch denkbar. Ich weiß nicht, inwieweit diese Aussage noch aktuell ist. Das werden wir auch gleich herausfinden. Ich würde jetzt einfach stumpf zu dieser Tür gehen. Hallo? Puh, es geht. Also mit der Drachenklaue im Gepäck kommt man hier an dieser Tür weiter, glaube ich. Es muss an dieser Drachenklaue liegen, an nichts anderem. Hier, Tür mit Drachenklaue geöffnet. Okay, 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 okay. Ja, ich gebe zu, ja, da konnte man drauf kommen. Konnte man drauf kommen. Ja, ja. So, und nun? Wo ist der, dessen abgeschnittenen Fingernagel ich im Gepäck habe? Ich mache absichtlich jetzt keine Penetrizel an. Das ist kontraproduktiv. Da ist irgendwas. Da geht's hoch. Ich hoffe, ich habe hier nicht noch tausend andere Kämpfe. Die Wände werden uninteressant sein. Was ist hier? Ein Grabstein für die Helden? Gar nichts. Auch nichts. Oh, hier. Eine Steintafel. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Ach, wieder so ein Rätsel. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Ich bin hier in The Dragon's Lair, aber ich bin noch nicht wirklich beim Drachen selber. Nochmal speichern. Ich glaube, ich brauche den Penetrizel, es geht hier anders. Penetrizel, Holz und Stein, in fremde Räume, schau hinein. Ja, da lerne ich nämlich, dass ein Raum hier dahinter ist, hinter dieser Statue. Schön, dass wir darüber geredet haben.
Stringil. Nein, keine Probe. Ach, doch. Um 7 erschwert. Nach einem genauen Blick auf die Wand vor euch entdeckt Dringil etwas und tatsächlich, es gelingt ihm, einen geheimen Schalter zu betätigen und einen Durchgang und so weiter. Mhm. Ach, jetzt kann ich wohl diese ganze Nebelbrühe hier in der großen Halle nebenan überspringen, war so meine Idee. Das hat's Priester, hohe Priester. Okay. Das wird wohl ein großartiges Geballer ausarten. Aber ihr seid noch gar nicht nah genug. Warte. Blitz dich, Find! Werde blind! Das ist Adrian. Will jemand mit dir zaubern, ja? Merk dir mein Gesicht. Bumm. Du musst warten. Dorun, du kannst dahin gehen. Und nichts tun. Blitz dich, Find. Wie viele seid ihr denn? Schreckenspein. Fahr in deine Glieder. Ach, da sind noch welche. Schön. Übel, übel. Von Wege, der Drache wartet auf mich. Seine Heerscharen sind mir noch auf den Fersen. Da hat Edorian was zu tun. Das ist keine Aufgabe für Gaskurin. Der geht mal dahin. Das hier sind nur ganz stumpf Kultisten. Die kann man einfach umhauen. Jo. Meret stürmt diesen Magiern entgegen. Und Dringil. Geh mal dahin. Du hast. Hast du. Was hast du denn? Ja, du hast. Okay, den Teleporter-Wurf durch. Ignifaxius Flammstrahl. Ignifaxius Flammstrahl. Magisch Feuer, schmelze Stahl. Ja, schön, dass man gegen Feuer immun ist. Wie viel hat dich das an ASP gekostet, ha? Huh? Ach, nur 8, schade. 80 wären viel besser. Der ist mit ein bisschen Zuwendung gar nicht mehr lange am Leben. Ist das nah genug? Stirb schneller, damit ich mich dem nächsten. So. Orifobos Schreckenspein, fahr in deine Glieder ein. Meret schläft, das ist nicht gut. Dieser Typ ist doch gar nicht mehr da, hier quasi. Fulminictus Donnerkeil, triff und töte wie ein Pfeil. Woher wusste ich nur, dass das in die Hose gehen würde? Du wartest. Es muss Herr von Askalan wie üblich erledigen. Merk dir mein Gesicht, es ist das Letzte, das du sehen willst. Hohe Priester weg! Dringil dahin. Gaskurin kommt näher. So. Blitz dich, Find! Werde blind! Ignifaxius Flammstrahl! Mag ich Feuer, schmelze Stahl! Ja, macht ihr mal. Eigentlich müsste ich von hinten zaubern, richtig? Damit die nicht fliehen können, die Schweine. Da fliehen sie da Richtung Edorian. Das ist auch doof. Also. Adrian ist dran. Danach ist irgendwie Dorun dran. Die könnten theoretisch. Warum kannst du. Ach, geh halt dahin. Merk dir mein Ignifaxius Flammstrahl. Scheiße, wa? Fulminictus Donnerkeil. Dorun. Und töte wie ein Pfeil. Dorun, das haben wir echt geübt. Ehrlich. In die Niederhöllen mit dir. So, jetzt kann Gaskurin endlich mal. Krähenruf! Nein, da fehlt ein D!
doofer Punkt. Das ist doch nicht der Ernst des Spiels. Jetzt kann der fliehen, weil ich mit Dringil auch nicht in eine Schussposition komme. Oh, ist das bekackt. Noch einer, ist mir scheißegal. Kommt alles mir. Piep, egal. In deine Glieder ein. Aber macht ein bisschen Tempo, Leute, echt. Ja, na, du nicht. Oh, ey, da einen Schwarm Krähen, der hatte noch 3 Lebenspunkte. Ein ganzer Krähenschwarm kommt und kackt ihm nur 2 weg von 3, wie ich sowas hasse. Echt, da fühle ich mich persönlich angegriffen durch solche Würfelei. Du hast es so gewollt. Oriphobos Schreckenspein, fahr in deine Glieder ein. In die Niederhöhlen mit dir. So. Ich glaube, wir arbeiten hier mit Beherrschung. Band und fessel dich umringt und in so, du bist aus dem Spiel. Dringir kann da nicht wirklich helfen. Gaskurin ist da hinten hilfreicher. Dahin. Jetzt parken die mich da hinten zu. Das ist auch scheiße. Gaskurin, wenn du dahin gehst. Krähenruf. Sag mal, ist das jetzt irgendwie deine neue Mode, immer so ein bisschen was übrig zu lassen? Oh, endlich. Somnigraves Tausendschlaf, sinke hin in tiefen Schlaf. Merit, komm uns hier entgegen. Ja, die hau ich auch noch um. Tempo. Sei starr wie Stein. Ekelhaftes Volk. Und der Kukris Mengbila ist zerbrochen. Arg. Ja. Was nun? Ohren wieder da, jawohl. Du meditierst mal. Heilkunde Wunden. Du auch mal. Und Heilkunde Wunden. Wer weiß, wenn ich hier durch bin. So, du nimmst das in die Hand. Ach so, Penetritzel.
erkenne Tritzel, Holz und Stein. In fremde Räume schau hinein. Ah, eine Tür. Arion, bitte? Foramen Foraminor, öffnet Foramen Foraminor. Achtung, öffnet euch Bumm. Tür und Tor. Sehenswert. Speichern. Oh, das könnte der Raum mit einem Drachen sein. Ich glaube, das hier war eine fiese Falle. Durch diesen Nebel. Ich habe mir hier irgendwie so einen Geheimgang freigeschaltet durch Dringils Sehnenschärfe. Unter Vorarbeit natürlich von Myria und ihrer Kartografiererei. Ich glaube, dass der Nebel böse ist. Weil hier auch so eine Warnung ist. Irgendwie Nebel und Schreie unverhört, Verhallen ungehört. So rum. Wenn ich jetzt gerade das hier mal anhabe, penetriert, dann kann ich auch noch hier das alles aufdecken. So. Ja, die Helden würden trotzdem gerne wissen, was passiert, wenn man in diesen Nebel tritt. Aber mit allergrößter Vorsicht. Speichern. Da warten wieder üble Kämpfe auf die Helden. Ich weiß nicht, ob ich diese Kämpfe überhaupt machen will. Doch, ich mache die aus Prinzip. Problem ist... Nein. Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hinklicken soll. Das ist das Problem seit Anbeginn des Let's Plays. Was für eine Ressourcenverschwendung! Ah, dich brauche ich nicht. Myria, du kannst noch 21. Das ist, reicht ja genau. So. Kannst auch schon. Da. Wie heißt das? Verwandlung. Attributo. Klugheit. Attributo. Charisma. Attributo. Körperkraft. Attributo. Es kommen nämlich wieder Skelette. Natürlich. Aber nicht nur die, das ist das Problem. Beziehungsweise man kann am Anfang Glück haben. Du wartest. Also, ihr habt einen einzelnen Magier, das ist überhaupt nicht das Thema. Willkommen in Borons Reich. Der wird einfach erstochen von hinten. Daneben. Klasse. Fulminictus Donnerkeil, triff und töte wie ein Pfeil. Stürm schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Komm, der ist weg. Nein, hau einfach drauf. Da fehlt ein einziger beschissener Punkt wieder. Wie oft ist denn das jetzt schon so gewesen? Okay, es sind zwei. Mach dich vom Acker! So, das war Kampf Nummer 1. Der war nicht schwer. Jetzt speichern. Dann der nächste Kampf. Der sieht ganz genauso aus am Anfang. Ist aber ganz, ganz anders. Denn wiewohl, Herr von Azkaban meint, ne? Dann brennen wir halt den da auch weg. Stirb schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Myria denkt, ich habe gar keinen Platz. Gar, doch hat sie hier. Das reicht. Ich werde dir jeden Knochen einzeln brechen. Tauchen plötzlich fröhlich neue Skelette auf. Man kann den Kampf nicht gewinnen, indem man einfach den Magier schnell umhaut. Das ist völlig egal. So. Jetzt ist Adrion wieder dran. Das heißt, wir waren in der nächsten Kampfrunde schon. Also man kann den Kampf nicht
vorzeitig beenden. Das ist nicht gut. Das finde ich unfair. Deswegen ist Dorun jetzt gebufft und kann hoffentlich Band und Fessel dich umringt. Wieder zeigen, wie es nicht geht. Tempo! Dich umringt und in meinen Bannkreis zwingt. Das war auch ein Kampf der unangenehmeren Sorte. Ga! Speichern! Was ich einen Zaubertrinken verpulver. Naja. Dafür habe ich sie. So, und was bist du jetzt hier für einer? Warte, ich kann mal noch hier wieder Hellsicht aktivieren. Penetritzel, Holz und Stein, in fremde Räume schau hinein. Jupp. Das ist gar keiner. Das ist einfach nur so eine Falle hier. Das heißt, ich muss schon genau da lang, wo ich den Gang schon erkundet habe. Ja. Und die Helden sind aber nicht in der Lage, jetzt sich irgendeinem dicken Gegner zu stellen. Immerhin, ich bin da ein bisschen vorangekommen. Ich verballere ja Episode um Episode in diesem Dungeon, aber es ist auch der schwerste Dungeon im ganzen Spiel. Und deswegen ist das in Ordnung. Ja, ich glaube aber, so viel kommt nicht mehr. Vielleicht schaffen wir es ja zum Drachen in der nächsten Episode. Ich schaffe jetzt die Helden nach oben. Herr von Ascalan, können Sie das noch? Können Sie nicht. Wen wundert das? Jetzt aber Bewegung. Und dann wird verkauft und dann werden die Helden wieder zusammengenäht und ich werde überlegen, ob ich nochmal Geld ausgebe für eine Packung Tempotaschentücher und für eine Packung Zaubertränke natürlich. Oh Mann. Und die Läden sind alle zu. Tiefste Nacht ist es. Diese Tjolmar-Leute, die wissen überhaupt nicht, was hier unter ihren Füßen eigentlich vor sich geht. Rein. Auf in Borons Hallen. Nee. Zack. 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 Meditieren. Du hast noch Tolles im Gepäck, glaube ich. Dann schlaf schön, du auch und du erst recht. Ja? Und gleich wieder rein. Essen. So, wer muss was machen? Adrian muss meditieren. Myria muss meditieren. Wundheilung. Nein. So. Weg mit euch. So, Dorun.
Ja, du musst auch noch mal meditieren. Und dann hier das. Und dann brauchst du, wie viel hast du denn? 1837. Ja, nimm. Dann schlaf dir wieder. Sieh an, wackere Helden. Und nochmal rein. Denn wir haben immer noch nicht genug. Hier. Und da. Und schlaft. Dann ist Dringil fit, dann sind alle fit. Guten Tag. Esst was. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich verkaufe noch ein bisschen Krempel und dann ist die Episode zu Ende, wie üblich. Weg zum Gruße. Weg. Achso, das müsste ich reparieren lassen. Das ist natürlich auch unschön. Nicht dran gedacht. Ich glaube, diese Dinger kann ich verkaufen. Ich brauche kein Mensch. Das bleibt, das bleibt, das ist alles Müll. Oh, voll. Wir brauchen Gold, Gasgerin, ganz viel. Nein, du sollst nicht weniger rausholen. Wir müssen doch Mana-Tränke kaufen. Das kann weg. Jo, du hast noch was. Und hier der Kram. Verkaufe den Schild noch. Handel abschließen. Jawohl. Und den ganzen Müll hier. Der Rest ist meins. Handel abschließen. Und dann nochmal. Gasgrin, schaffst du das? Du bist fit, ich weiß. Aber trotzdem, ich weiß, ich könnte auch einen Level-Up machen, aber den schiebe ich auf. Ich möchte das alles jetzt gerne auf Level 8 erledigen. Willkommen. Bei mir werdet ihr gewiss fündig. Ja, das glaube ich. Das weiß ich doch auch. Wir sind doch hier geübte Kunden. 20. Oh, wow, 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 wow. Nein. Maus, 13, 18, 17 würfelt man nicht. Auch nicht jemand so Gutes wie du. Okay. Wir können uns auf diesen Preis einigen, ja? Können wir nicht. Es kann ja nicht immer klappen. Die 20 macht alles kaputt. Nö, dann halt nicht. So viel Geld gebe ich dafür nicht aus. Ich habe ja noch einen 20er-Packen in der Tasche. Den kann ich jetzt erstmal verbrauchen und dann irgendwann später nochmal, bevor ich Tjolma verlasse, dann nochmal auffüllen. Im Moment habe ich, wie gesagt, genug Reserven. 2, Leergut geht dahin. Weg damit! Du hast 5. Du hast 4. Einen. Hier öffnen. Hol die Pulle raus. 20 Stück, jawohl. Verteil das mal an die Herren und Damen. Vor allen Dingen Myria darf noch welche bekommen. 4 Stück. Das sind 5. Du hast auch 5 dabei. So. Du brauchst es nicht. Du hast 5. Du hast 3 zu wenig. Gut. Der Rest belassen wir hier. Okay, die Episode ist zu Ende und ich glaube, bin relativ zuversichtlich, dass wir in der nächsten Episode uns mit Arkandor treffen zu einem Plauderstündchen und was der zu sagen hat, sehen wir genau dann. Bis dahin!